So, guten Morgen, ich grüße euch und ich ziehe euch mal näher ran. Haltet euch fest, nicht, dass ihr erst vom Stuhl fällt. Es geht um die schmutzige alte Stadt. Ihr kommt über meine Internetseite eden-2610 auf meine Seite und dann könnt ihr oben auf Mundharmonika klicken und es geht die Mundharmonika-Seite auf. Ihr scrollt nach unten und habt dann hier diese Buttons mit den Liederheften. Liederheften Tabs 2020, 2021 und 2022 und das Mundharmonika-Lernheft. Und da schaut ihr im Inhaltsverzeichnis nach und da sind dann diese Tabs dann drin. Es wird heute noch oder morgen dieser Text noch etwas ergänzt. Da kommt noch etwas hinzu, da bin ich noch nicht zugekommen. Und mit diesem Mundharmonika könnt ihr das auch spielen. Unterschiedlich, je nachdem, wie ihr Lust habt, mit C oder mit G. So. Und ich bleibe jetzt einfach mal hier stehen. Ihr könnt jetzt mal diese Tabs hier sehen. Ich halte mal noch das Licht ein, vielleicht sieht man es noch besser. Kommen wir noch ein bisschen näher ran. Ich hoffe, dass ihr die Tabs gut sehen könnt. Ihr könnt das Video dann stoppen und selbst üben. Oder ihr geht, wie gesagt, auf meine Internetseite und schaut euch das dort an. So, der Weg zur Internetseite ist klar. Ich schiebe euch jetzt mal zurück. Wie ihr an die Tabs kommt, das wisst ihr jetzt. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Die Pugis und die Dubliners, die haben das berühmt gemacht. Das stammt aber aus dem Jahr 1949. Das könnt ihr auf meiner Internetseite alles lesen. Und ich mache jetzt mal etwas, was ich normalerweise nicht mache. Ich spiele mal die Blues Harp mit dem Intro. So. Weil gerade die Pugis, die haben die ersten zwei Zeilen und den Refrain als Anfang genutzt, als Intro genutzt. Und dann schauen wir mal, ich versuche es mal zu spielen. Und ich habe das vor zwei Jahren schon mal gespielt, auswendig, einfach mal so aus dem Spaß heraus. So, probiere ich mal. Thank you.
wenn er das mit einer anderen Mundharmonika spielt, ich habe jetzt noch zufällig hier liegen, diese beiden hier, die Tombow Band 21 und die Hohner Deluxe 21, die sind eigentlich gleich, ja, also baugleich. Die hier bekommt ihr nicht mehr, die ist schon seit 12 Jahren, wird die nicht mehr gebaut, die kriegt ihr aber noch. So, ich mach mal mit denen auch, und das hier natürlich auch die 2509 in G-Dur, in C nicht, weil da sind die Töne, die Anfangstöne weiter in der Mitte. Und das sind die Töne zum Ziehen etwas weiter auseinander. Hier haben wir eine A-Dur Hohner Deluxe. Hier habe ich die Tombow Band und das ist eine G-Dur Tombow Band. Die sind baugleich, klar, aber das eine ist halt der Klang der Tombow Band aus Japan und das andere ist halt eine Hohner. So, das war die schmutzige alte Stadt. Ihr findet die Tabs auf meiner Internetseite. Ich habe euch den Weg gezeigt dahin. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und in Zukunft werde ich noch mehr Lieder zeigen mit den entsprechenden Anleitungen, wie man sie spielt. Ich werde auch nicht mehr so komplizierte Lieder spielen wie Always Love You oder My Always Love You oder so. Und das ist eine Heidenarbeit, so ein Lied. Whitney Houston hat das ja gesungen. Oder so richtig schwierige Sachen, Pocahontas oder Der König der Löwen und so. Das ist eine unglaubliche Arbeit, das macht mir auch Spaß. Aber ich möchte auch Leute erreichen mit der Mundharmonika. Ich möchte für die Mundharmonika, gerade für die Tremolo etwas tun. Und ich glaube, wenn ich so schwierige Lieder spiele, das kommt halt nicht so gut an. Wenn jemand das lernen will, bringt es nichts, wenn ich diese Dinge spiele. Sondern wenn ich etwas einfachere Sachen spiele und euch zeige, wie man das macht. Bis zum nächsten Mal. Euer Rüdiger Hansson.